King's Row ist die Karte und Overwatch heißt das Spiel. Schönen guten Tag, freut mich, dass ihr dabei seid hier bei Overwatch. Ich werde in der Verteidigung heute mal, was will ich denn spielen? Verteidigung, ich nehme mal hier ist Mai eigentlich ganz cool. Und Mai finde ich zurzeit eh sehr spaßig. Also probieren wir es erstmal mit Mai so ein bisschen aus, ob es funktioniert. Und wenn ich merke, nee, da ist Bedarf an was anderem, aber eigentlich gerade Support-Chars werden eh immer weniger gespielt, wobei hier jetzt erstmal zwei Sniper. Naja. Ich glaube, ich werde hier doch mal schnell wechseln, weil man muss ja nicht sich dem Lineup erwehren. Und wenn ich schon merke, da zweimal gesniped, dann nehme ich lieber den Torbjörn, den ich eh sowieso ab und an ganz gern spiele. Bisschen was aufbauen. Da fühle ich mich doch ganz wohl. Und da kann ich jetzt hier nämlich schön mein Geschütz aufbauen und kann dann hier auch da von hinten reinhalten. Und jetzt wird es erstmal ein bisschen langweilig für euch. Das tut mir jetzt schon leid, aber da wird halt einfach erstmal immer schön von oben reingehalten. Zweites Geschütz wäre es natürlich auch. Wie gesagt, weil jetzt ist es so, ich stelle mich hier da daneben und hämmer einfach nur auf das Ding drauf. Natürlich auch die Frage, was wartet der Gegner so auf? Der Reaper zum Beispiel ist eher schlecht für uns, weil der beamt sich hier hoch und dann ist er da am Start. Und sobald wir merken, da schießt auf jemand auf unser Geschütz, muss ich natürlich hier heilen. So, und jetzt hält mein Geschütz gut rein. Und da bauen wir es halt einfach neu auf. Muss ich aufpassen, dass da nicht keiner kommt und ich hier natürlich muss ich erstmal heilen. Ah, und da wusste ich doch, dass Reaper nicht lange auf sich warten lässt. Weil das war mehr als zu erwarten und dann hatte ich halt einfach so wenig Hitpoints, dass da einfach... Wir haben einfach schlecht verteidigt. Normalerweise dürften die Leute gar nicht so einfach da auf den Punkt kommen. Man sieht ja auch, dass da alle Leute gerade gestorben sind. Wie die Fliegen. An dir kommt keiner vorbei. So, jetzt ist eigentlich der Hintergrund, ich will nur schnell mein Ulti aufladen. Komm schon. Ach ja, da ist er gut weggekommen. Das ist einfach noch nicht so meine Runde. Wie man sieht, lustigerweise, ich habe zwar keinen Kill, aber ich habe einen verursachten Schaden, bin ich Platz 2. Jetzt werde ich aber auf die Mai umsatteln. Weil hier jetzt Torbjörn ist da erst wieder später ein bisschen besser. Wenn sie hier nämlich reinkommen, da kann man da hinten gut sich aufbauen. Da auf dem Weg ist Torbjörn jetzt nicht so der Burner. Jetzt schauen wir mal, ob ich da noch ein bisschen jetzt mehr reißen kann. Wenn Torbjörn nicht gefokust wird oder nicht im Visier der Gegner steht, ist er super cool. Dann macht das Geschütz unglaublich viel Spaß. Wenn man aber so wie jetzt gerade das Torbjörn... Ja, so, der ist weg. Muss ich da aufpassen, da oben, da ist irgendwo Reaper.
Naja, gut, zwei davon. Das ist natürlich dann doch ein bisschen arg viel. Der Reaper-Spieler, der ist auch nicht auf den Kopf gefallen. Aber gerade in dem Raum hätte ich ihn vielleicht... Naja, es wird schwierig, den da zu holen, aber... So, jetzt pushen sie schon wieder ordentlich das Kart. Ah, da ist, schaut mal, wie viel. Die machen einen super Angriffsjob. Die preschen da ordentlich rein. Ich bin da alleine in den ganzen Gegnern. Es kommt das Team kaum nach. Jetzt brauche ich die Ulti. Der Reaper ist wirklich ein guter Spieler. Nein! Ach, der in seiner Ulti, der hält so viel aus. Und ihr seht ja, der heilt sich auch immer noch. Ich muss wieder zurück. Sie brauchen mich. Da hat doch irgendjemand seinen Voice an. Wie kann man denn den Schmarrn ausstellen? Habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie gehabt. Die Stunde hat geschlagen. Jetzt. Ja, den Voice von dem brauche ich mir nicht geben. Wenn er ins Mikro schneuzt und ich wundere mich schon teilweise immer über diese Sounds. Aber jetzt ist das auch klar. Ja, muss ich mich kurz mal in den Eisblock begeben. So, der ist mal mit weg. So, meine Freunde. So, jetzt läuft es gerade ein bisschen besser. So, jetzt muss ich aufpassen. Tracer Ulti. Aber in dem Fall kommt mir hier nix daher. Jetzt haben wir langsam eine bisschen bessere Verteidigungsphase. Nur nicht zu aggressiv jetzt hier verteidigen. Das kann sonst auch doof ausgehen. So, soll er da hinten verrotten. So. Sehr schlechte Ulti in dem Fall. So, die Ulti von dem anderen gut geblockt. Ah, leider hat es hier bei der Killstreak von 7 aufgehört. Aber da habe ich sie schon ordentlich genervt, glaube ich. Und wichtig ist ja, alles läuft ja auf Zeit. Also von dem her, je weniger Zeit sie dafür irgendwelche Aktionen haben, desto besser für uns. Jetzt
So, die hat keine Chance gehabt. War schön in der Ulti am Ende gestanden. Ja, stirb, 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 du mich auch. Jetzt wird's massiv. Ah, da haben sie leider hier jetzt alle Ultis gerade genutzt. Jetzt pushen sie auch zu viert. Das Kart sieht man oben ganz gut. Jetzt wird's nochmal wirklich da arg eng. So. Und jetzt muss er aufs Kart. Der ist weg. Der schaut gut aus. Nein, 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 nein. Mach die am Kart weg. Also da war jetzt der McCree hat da jetzt mich gerade perfekt mit seiner Ding auch noch herausgefokust. Verlängerung. Zwei am Kart. So, und jetzt Ulti am Kart. Ah, und dann noch die andere Tussi von oben. Das ist doch zum Mäusemelken. Wie lange die da jetzt gewartet hat. Das kann alles nicht wahr sein. 1,63 Meter Verlängerung und der Sieg! Yes! Ja! Nice one! Das hat zwischenzeitlich nicht so danach ausgeschaut, aber dass das doch noch der Sieg geworden ist. Oh, sehr gut, sehr gut. Das freut mich wirklich. Ja, da komme auch ich, da hat er mich auch noch geholt. Aber man sieht halt, wie viel sich der geheilt hat. Also da war keinerlei Möglichkeit. Eliminierungen 23. Der war sehr fleißig, deswegen kriegt er hier auch da von mir den Vote. Und dementsprechend, ja, das war's heute mit Overwatch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind mit Silber in den Zielfortschritt-Kills und in der Zeit für Zielfortschritt doch ganz ordentlich und verursachte Heilung habe ich mich auch ordentlich heilen können. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.